Let's play Batman Arkham City. Ja, ich schieß doch nicht, ich bin Batman. Ich brauche keine Schusswaffen. Ja, das probier mal. Wir sind natürlich immer noch in Arkham City. Wie soll es auch anders sein? Wir sind jede Folge in Arkham City. Und machen uns nun auf. Ach, gar nicht. Wir wollen gar nicht Noahs Frau suchen. Quatsch, Noah Freeze suchen. Wir wollen. Der Bat-Computer hat einen weiteren Schuss aus der Waffe von Deadshot geortet. Ich habe das Anschlagsgeräusch analysiert. Die Kugel schlug ungefähr an dieser Position ein. Sein nächstes Opfer wird sich hier irgendwo befinden. Deadshot muss gestoppt werden. Ja. Nicht schießen, nicht schießen! Deadshots Opfer Nummer 2, ungefähre Position. Ach, halt die Klappe. Es muss noch irgendwo unidentifizierbare Leichen geben von unserem lieben Freund, den Identitätskiller. Ich frag mich nur, wo die sind. Ich habe nämlich keine Ahnung. Die sind irgendwo verteilt in der Welt. Was ist hier? Ist es wie wenn nur so ein Schalterrätsel, so ein einfaches? Ah, nein, gar nicht. Das ist. Was ist denn das hier? Das kann doch nicht so einfach sein, dass wir da nun. Fragezeichen. Erledigen müssen. Nein, jemand hat mit einer Rakete draufgehalten. Irgendeine Ahnung, wer drin saß? Ich glaube, es war Vicky Vale. Du warst schon die Reporterin. Cool. Konnte die Schlampe noch nie leiden. Tja, dann hast du wohl Glück. Wenn sie in Arkham City abgestürzt ist, ist sie entweder tot oder sie wird's bald sein. Hast du irgendwas zu essen? Tut mir leid, Mann, alles weg. Dieser Ort wird zur reinsten Hölle. Kein Essen mehr. Und sie mögen wie gewählt nicht. Wieso das denn nicht? Sieht doch wenigstens gut aus. Auch wenn man ihre Reportagen eventuell nicht mag. Und eine gute Journalistin ist ja eigentlich auch. Bürgermeister hier einzubuchten. Hallo, darf ich da mal drauf gehen? Irgendwie will er nicht. Ah, jetzt. Lisa und Batman haben drüben beim GCPD-Gebäude gekämpft. Es ist Batman! Es ist Batman! Ja, ich bin's. Die Trophäe haben wir. Was haben wir hier? Was? Wer steht da? Can we just agree, I'm more clever than you? Es ist mal wieder eine typische Joker-Nummer. Wahrscheinlich. Aber es ist nicht vollständig geschrieben. Da fehlt was. Also können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass ich schlauer bin als du. Vorbild dann natürlich. Aha, was haben wir hier? Nichts. Hier war doch noch irgendwo ein Rätsel. Ach da genau, da war es Rätsel. Ich frag sich nur, was für ein Rätsel das sein soll. Hat wahrscheinlich irgendwas mit Catwoman zu tun. Wirkt zu klein. Wahrscheinlich die Katzen. Man kommt nicht schnurstracks zu ihr. Ja, ja. Catwoman und Two-Face, 3 von 3. Ihr blieb nicht viel Zeit. Batman würde versuchen, sie aufzuhalten. Was sie nicht wusste, war, dass Two-Face glaubte, Catwoman aus dem Weg geschafft zu haben. Auch er befand sich auf dem Weg zum Büro des Anstaltsleiters auf Arkham Island. Während sie die Pläne fotografierte, eröffnete Two-Face das Feuer. Sie konnte gerade noch entkommen und kletterte gefolgt von Two-Face auf das Dach. Dort waren sie plötzlich von Tigerwachen umzingelt, die mit der Bewachung von Gotham City betraut waren. Als die Wachen beide aufriefen, sich zu ergeben, wurde Catwoman plötzlich von Batman aus dem Gefahrenbereich gerissen. Dabei verlor sie ihre Kamera, die auf den Boden fiel und zerbrach. Mit einem Grinsen im Gesicht nahm Two-Face die Speicherkarte aus der Kamera und verschluckte sie. Außer sich vor Wut zerschnitt Catwoman die Leine und fiel zu Boden. Dort wurde sie verhaftet und nach Arkham City gebracht. Dummes Ding. Jetzt wissen wir aber wenigstens, was sie da zum Anfang des Spiels gesammelt hat. Die Speicherkarte aus ihrer Kamera. Gehört
dass Ivy hier war. Die Alte ist heiß, aber mich werden keine 10 Pferde in ihre Nähe bekommen. Kluger Mann. Wir haben noch ein Rätsel. Ich lasse mich so leicht ablenken in dem Spiel. Viel zu leicht ablenken, aber so ist es nun mal. So. Und jetzt noch der hier. Noch mehr Schnee. Und alle drei. Damit die Trophäe. Sollte hier mal irgendwo noch ein Rätsel? Victor Sels müssen wir auch noch finden. Wer vom Teufel spricht, wird auch schon erwähnt. Do not enter. Catastrophic. Du warst gewarnt, in dieser Gegend ist nicht nur der Geisteszustand der Leute instabil. Seismische Störungen. Nur wenige Wochen bevor Arkham City eröffnet wurde, traf eine Reihe von unerklärlichen seismischen Störungen die Gassen und Straßen im Norden der Anlage. Auf breiter Front sackten Straßenzüge ab und ein ganzer Bezirk geriet unter Wasser. Aktivisten, die von Anfang an gegen die Errichtung von Hugo Stranges Megagefängnis waren, verlangten eine eingehende Untersuchung des Vorfalls. Für sie waren die Beben ein Zeichen dafür, dass sich das Gebiet schon allein aus humanitären Gründen nicht für die dafür vorgesehenen Zwecke eignete. Strange ließ allerdings keine unabhängigen Nachforschungen in dem betroffenen Gebiet zu. Er stellte seine eigenen Experten und diese erklärten, dass Beben von dieser Stärke in dem Gebiet nicht mehr zu erwarten seien. Außerdem gaben sie zu bedenken, dass die Gefangenen durch ihre Taten ohnehin jeglichen Anspruch auf eine menschenwürdige Behandlung verwirkt hätten. Ist das Guantanamo Bay oder was ist denn los? So, hier muss noch irgendwo diese komische Leiche sein von den Typen. Fragt sich nur wo. Wahrscheinlich auf einem Dach. Nehme ich einfach mal an. Des Tages schnappe ich mir Strange und werfe ihn zu dem ganzen Müll hier. So, eine Kamera und da ist die Leiche. Kamera in Sektor 2 ausgefallen. Sieht nach einem weiteren Opfer von Deadshot aus. Ich sollte diesen Bereich nach Beweisen scannen. Ja, wäre keine schlechte Idee. Der hat gar keine Einschusswunde. Hä? Wurde der denn getroffen? Ach da. Das Ding eingeschlagen. Die Kugel schlug hier ein. Deadshot hat erneut zugeschlagen. Er hat noch jemanden getötet? Hör zu, ich weiß genau, dass du das nicht hören willst, aber die Leute da drin sind alle Verbrecher. Einige der Gefangenen hier sind nicht gerade das, was ich einen typischen Verbrecher nennen würde, Barbara. Hier gibt es politische Gefangene, Leute, die Strange hintergangen haben oder mit dem Bürgermeister in Verbindung stehen. Es scheint ein Muster zu geben. Ich muss nur noch rausfinden, welches. Ich überprüfe, ob es zum letzten Opfer irgendeine Verbindung gibt. Was ist mit dir? Ich werde mir die Stelle ansehen, von der er geschossen hat. Folge die Flugbahn der Scharfschützenkugel, um die Schussposition auszumachen. Er ist bestimmt abgeprallt. Die Kugel ging durch den Wasserturm. Offenbar setzt er Waffen und Munition mit sehr hoher Durchschlagskraft ein. Das ist nur Blech. Der Strahl ist Beispiel für Gerechtigkeit. Sehe ich nicht so. Und du brauchst trotzdem eine relativ starke Waffe. Einfach damit die Kugel nicht vom Kurs abweicht, wenn sie durchs Blech durchschießt. Durchs Schild durch? Nein, kann nicht sein. Nein, der hat von da aus geschossen. Deadshot hat ein Dreibein zurückgelassen. Vielleicht gibt es mir einen Hinweis zu seinem Aufenthaltsort. Das ist kein Dreibein, das ist ein Stativ. Ein Dreibein wäre anders. Scanne die Position von der... Ja. Deadshot hat einen Fehler gemacht. Wirklich? Das gehört definitiv nicht zu seiner Vorgehensweise. Er weiß auch noch nicht, dass es ein Fehler war. Er hat beim Schießen ein Dreibein benutzt. An diesem sind Partikel einer Metallverbindung, die an Rost erinnern. Der Ort, an dem er seine Waffe gelagert hat, muss in Teilen daraus bestehen. Und worauf wartest du noch? Analysiere die Partikel und isoliere das Gebiet, aus dem sie kamen. Ich mache diesen Job schon länger, Barbara. In den Partikeln sind geringe Mengen eines Bleizusatzes, der vor 20 Jahren über eine kurze Zeitspanne in Farben eingesetzt wurde. Ich habe die möglichen Ursprungsgebiete isoliert, aber es sind zu viele, um sie alle zu überprüfen. Deadshot wird unvorsichtig. Wenn er noch einen Fehler wie diesen begeht, habe ich ihn. Wir suchen weitere Hinweise, die bei den Ermittlungen helfen. Ja, das heißt, wir müssen wahrscheinlich darauf warten, dass wieder erschossen wird.
Typen an. Oh, den kennen wir doch. Das ist doch der gute Mann vom Riesenrad. Bist du derjenige, von dem die Prophezeiungen berichten? Was? Prophezeiungen? Aha. Jetzt haben wir zwei Symbole auf der Karte. Okay. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo die dritte ist. Hier haben wir, hinten haben wir noch irgendein Rätsel? Ich glaube, ich weiß, wo er als nächstes ist. Da muss ich jetzt kurz hin. Schweben. Gleiten. Das war im Osten, nee, im Westen. Genau. Ist Vicky Vale eigentlich noch hier? Ja, die steht da tatsächlich noch unten rum. Das ist ja irgendwie krank. Ich hab gedacht, die hätte sich unterdessen auf den Staub gemacht. Hä? Sie haben Batman. So, kann er nicht mehr schießen. Habt ihr was getroffen? Ach so, so wird man die los. Aha. Okay, wie komme ich dann da jetzt ran? Ah, ich verstehe schon. Durchrutschen und mit dem richtigen Timing kriegt man es dann. Was haben wir hier? In diesem Bauch schleppen die bösartigen Tiere deinen Schatz. Ist es Diebstahl? Was? Batman aus den Augen verloren. Wiederhole, Zielperson verschwunden. Okay, wenn der hier geleuchtet hat, dann kommt leuchtet der. Jetzt dauert's wieder. Okay, bleibt nur noch der. Einfach drauf spammen. Und da ist das Telefon wieder. Habe ich auch mal Zeit. Irgendwo klingelt ein Telefon. Bereit machen zum Laufen. Wieso laufen? Ich fliege hin oder gleite. Und ziehe mich hin. Oh, falsche Richtung. Toll. Das sind doch Luftballons. Das ist wie merken. Hier auf dem Boot gab es auch noch ein Geheimnis. Das will ich euch auch noch zeigen. Das habe ich ja schon mal versucht, habe es damals aber falsch gemacht. Vorstellen, wie überrascht er war, als ich ihm das Messer wegnahm. Ich tat es instinktiv. Es war wundervoll. Es dauerte nicht lange. Ich schlitzte ihm die Kehle auf und schenkte ihm Erlösung. Es ging sehr schnell, aber ich verspürte eine freudige Erregung. Blut spritzte mir ins Gesicht und ich sah, wie das letzte bisschen Lebenskraft aus seinen Augen verschwand. Doch dann
war es vorbei. Ich war verwirrt. Es schien, als sei es bedeutungslos gewesen. Als ob niemand mein Opfer zu schätzen wüsste. Aber dann passierte es. Ohne zu realisieren, was ich tat, rammte ich mir das Messer in den Arm und schnitt tief hinein. Es war großartig. Ich fühlte, wie mein Körper sich in etwas Höheres verwandelte. Er war zum Tempel meiner Arbeit geworden. Einfach nur krank. Wir haben seine Position rausgefunden. Er ist es. Tötet ihn! Nein! Ich will nicht sterben. Alter, könnt ihr mal aufhören? Oh, Alter. Wow. Oh, Bats. Ich hätte gedacht, dass du länger durchhältst. Ja, ich auch. Ich habe nicht erwartet, dass da so viele Scharfschützen sind. Von hier ist Stahlwerk. Ja, infiltrieren ist gut, ne? Oh Gott, ey. Vor meinen Augen alles den Bach. Die Fledermaus. So, wir geben uns mal zu Säs, aber über den kleinen Weg. Dass wir sehen, kommt an uns keiner ran. Mit diesen Scharfschützengewehren könnten wir von hier oben Ameisen abknallen. Wir können froh sein, dass wir sie haben. Ich habe gehört, dass Batman die Jungs mit Jokers letzter Lieferung abgefangen hat. Ja, ich weiß. Joker klang total angepisst. Er will Batman tot sehen. Enttäuschen wir ihn nicht. Ja, wenn Batman auftaucht, gehört er mir. Aha. So, zeige ich euch mal ein kleines Geheimnis. Moment. Das war's nicht. Gotham FNs hat auch natürlich keine Nachrichtendinger mehr. Tiger Kommunikation hat auch nichts mehr. Zentrale melde weitere Festnahme. Holt mich hoch, ich bringe die Person rein. Ja. Jetzt müssen wir nur die richtige Position finden. Nee. Nur die richtige Position finden auch nicht. Auch nicht. Aber hoffentlich finde ich sie. Auch nicht. Verdammt. Jetzt vielleicht. Nein. Hier ein Geheimnis. Aber ich weiß nicht mehr so recht, wie man drauf zugreift. Vielleicht müssen wir es hier drauf stellen. Das kann sein. Ja, genau. Na komm schon. Würmerklappe. Nö. Arkham-Klappe. Arkham-Bambus. Batman. War doch hier irgendwo Batman. Jetzt ist hier wieder alles weg. Fall. Bilanz. Batman-Bilanz ist es im Deutschen. Tatsache. Sehr seltsam. So muss ich mir die Zeit merken, schneide es aus. Und wir sind in einem geheimen Raum. Überall Kakerlaken. Ekelhaft.
Falcone Shipping. Falcone ist einer der Mafia-Bosse in Gotham. Invoice Nummer bla bla bla. Crane 000616. Crane, Jonathan Crane. F-A-D Dr. J. Crane. Also Dr. Jonathan Crane. Also Scarecrow. Biologische Containment Vessel Typ 3. Ja. Das sind die ganzen Kosten. Sind lebendige Insekten für medizinische Forschungs aus medizinischen Forschungsgründen für 560.000. Jonathan, I hope you find everything to be satisfactory. Mr. Fane oder Mr. Fine was very specific about the shipping details. Also Jonathan, ich hoffe, du findest alles zu deiner Zufriedenheit. Mr. Fine, das ist ein Schmuggler im Batman-Universum. Sag ich mal so. War sehr spezifisch, was die Lieferungsdetails angeht. Und wir sind sie bis zum letzten Buchstaben. Wir sind ihnen bis zum letzten Buchstaben gefolgt. Also wir sind ihnen genauestens gefolgt, sagen wir es mal so. Zu diesem Zeitpunkt wirst du die ersten 15 Lieferungen erhalten haben. Die restlichen werden in Kürze bei dir sein. Da sind ein paar Kakerlaken entkommen und hier ist einer, der das wohl entdeckt hat oder an dem es getestet wurde. Ja. Ich muss zugeben, ich habe mich ein bisschen erschreckt, obwohl ich es schon kannte. Sehr, sehr interessant. Ist ähnlich wie die, wie das Arkham, der Arkham City Plan damals in Arkham Asylum. Ein kleiner Hinweis darauf, was in Zukunft geschehen wird in Arkham. Oder eventuell geschehen wird. Scarecrow kommt ja hier gar nicht vor. In Arkham City. Aber so viel dazu. Das hat jetzt viel zu lange gedauert. Wir besuchen Victor Zsasz.